liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 7. April 2020, 16 Uhr 29 hier auf Akairo. Hier nun das Neueste für heute. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel. Heißen wir Bella auf Akairo willkommen. Willkommen, Bella. Ich bin sicher, dass dir das Leben auf unserer Insel gefallen wird. Und hier die nächste Neuigkeit. Heute hat die Schneiderei der Schneiderschwestern bei uns eröffnet. Wunderbar! In der Schneiderei gibt es natürlich jede Menge Mode, aber auch eine Galerie für eigene Designs. Seht euch neue Modestile an und vielleicht entsteht auch bald eigene Akairo-Trends. Und natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie. Wenn ihr mitmachen wollt, spricht mit im Service Center mit Tom Nook. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Und damit hello and welcome back to Animal Crossing New Horizons. Ja, ihr habt gehört. Und unser Nook-Phone klingelt, in der Schneiderei hat geöffnet. Endlich! Hallöchen, hier spricht Nep aus Nooks Laden. Wait, wer ist das dort oben? Das ist nicht Bella. Wer bist du? Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben 22.900 auf dem. Wait. Das erkläre ich euch gleich. Moment. Wer zum Kuckuck bist du? Hallo, bist du von hier? Mein Name ist Klaason. Ich bin sozusagen ein Käferkenner, ein Insekteninspektor, ja sogar ein Krabbeltierkünstler. Ob der Gula oder Darin oder Mandiblelin oder Matasseri, ich liebe alles an ihnen. Ich bereise die Inseln auf der Suche nach dem inspirierenden Insekt, das meine Kunst aus ihrem Kong hielt. Kein Bienchen soll an meinem Pinsel entfleuchen. Ach, wie glücklich, die Welt mit ihnen zu teilen. Falls du also mal ein Insekt findest, würdest du es wohl mir verkaufen? Ich zahl gut, solltest du wissen. Kein Preis ist zu hoch für mich, meine charmante Klintin-Freundin. Ferner bin ich auch nicht wählerisch. Jedes Insekt ist bei mir willkommen. Alles andere wäre ja Unding. Ach, und wenn du Interesse an meiner Kunst haben solltest, lass es mir wissen. Ich nehme Aufträge an. Oh ja, in Ordnung, aber falls du, naja, dich umentscheidest, ich bin bis morgen um 5 Uhr hier. Das trifft sich ja super. Folgendes, Klaason, das ist sehr gut, dich kennenzulernen, hallo. Ich war gestern auf einer Meileninsel zum Ressourcen sammeln, weil ich habe fast keine mehr. Und ich hatte in einem YouTube-Video gesehen, ich weiß nicht mehr in welchem genau, aber wenn man die ganze Insel von Sachen befreit, kommen Taranteln, also Vogelspinnen. Und das habe ich mal probiert und Unkraut. Und folgendes. Das hier ist entstanden. Ich weiß, es ist kein ganzes Inventar voll, aber ich hatte nach ungefähr 2,5 Stunden keine Lust mehr, immer zu warten, bis Taranteln kommen. Auf dieser Insel gab es auch noch Pfirsiche. Und ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nimmt er jedes Insekt und das trifft sich mega gut. Ich wollte die nämlich sowieso verkaufen, weil diese Vogelspinnen will ich nicht so auf meinem Haus haben. Ich wollte euch aber noch zeigen. Und
erklären. Und ja, das funktioniert wirklich. Ihr könnt auf jeder Meileninsel einfach alles wegholzen. Unkraut wegzupfen, die Blumen pflücken. Also einfach pflücken, sodass kein... keine Blüte mehr dran ist, sondern nur noch den Stiel sozusagen. Und dann... Ja, einfach alle Bäume aufholzen, alles, und dann theoretisch passt das schon. So, das Unkraut kann... Pflanze ich einfach wieder ein, so. Ja, komm. Sehr gut. Und wir gehen jetzt zu Clarsson und verkaufen mal unsere Sachen. Und wir haben gerade noch eine Meile bekommen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, um zu gucken, ob das wirklich geht und obviously es ist gegangen. Ihr seht mein Inventar. Ich habe es nicht so allzu übertrieben. Ich habe die Reihe und die Reihe versucht voll zu machen. Ging nicht so ganz so gut. Und ihr müsst gucken, wenn ihr es auch ausprobieren wollt, dass gar keine Viecher spawnen. Das erkläre ich euch nachher. Ich habe da noch drei Sachen gefangen, die ich noch nicht hatte. Und ja, die Schneiderei kommen wir gleich zu. Also wenn der fragen würde, ob der auf meine Insel kommen könnte, würde ich sofort ja sagen. Egal wie sehr ihr Insekten, ich den Insekten alle Steine aus dem Weg räume, sie werden es nicht zu schätzen wie sehen. Oh, hallo, sind dir schon irgendwelche Insekten ins Netz gegangen? Ich würde sie alle abkaufen. Und falls du eines meiner Kunstwerke in Auftrag geben willst, sag einfach Bescheid. Ich habe Insekten für dich. Wirklich, lass mal sehen. Ich habe ganz viele Spinnen für dich. Ich hoffe, du freust dich, weil ich würde mich über so etwas nicht freuen. Also, ich weiß von dem YouTube-Video, dass Spinnen gut Geld bringen von den Insekten, weil die sind 8000 wert, eine. Hätte ich gerne mindestens 50.000. Ihr glaubt, mich tritt ein Heupferd. Das ist hier ein ganzer Schwarm. Kann ich der Tag noch besser werden? Puh. Würdest du dich mit, sagen wir, 160 Sterne zufrieden geben? Aber natürlich. Nimm. Tatsächlich, vielen Dank. Ich weiß zwar nicht, wieso das der jetzt Franzose ist, aber der passt zu dieser Aktion. Schwier ruhig wieder vorbei, wenn du noch mehr gefangen hast. Mach ich, wenn du bis morgen um 5 hier bleibst, dann bringe ich dir gerne heute Abend noch ein paar Sachen vorbei. Ich meine, jetzt habe ich schon fast 300.000. Jetzt gehen wir noch kurz Nookmeilen abholen. Oha, das Kleid ist voll schön. Aber das machen wir nachher. Was mir gestern noch in Sinn gekommen ist, ich sollte den Baum vielleicht da wegnehmen, weil der stört. Ich esse jetzt einfach mal kurz das Ei. So. Und nehmt am besten... Wenn ihr auf eine Insel geht und vorhabt, eine Tarantelinsel daraus zu machen, am besten genug Werkzeug mit, damit ihr auf jeden Fall die ganze Insel umräumen könnt, sozusagen. Und, ja. Tada! Voll schön! Wieso kommen jetzt so viele Kirschblütenblätter runter? Uiu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 i! Ha! Einfach auf Kuhglück geschossen. Lehm! Ich will kein Lehm! Lehm habe ich genug. Genau. Hallo Hubert. Ich komme gleich dir Hallo sagen. Süß, Melinda schläft.
So. Bam, 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 babalam, bam. Ist auch ein geiler Zaun. Ich hatte mir gestern überlegt, ob ich vielleicht den Leuchtturm holen soll, aber ich habe gedacht, das mache ich mit euch, weil, ja, damit ihr seht. So, jetzt, ich muss noch kurz Bella Hallo sagen, Hoi sagen, Schweizerdeutsch regelt. Dann mit Hubert reden. Hello, Hubert! Dieses Jucken macht mich noch irre. Als hätte ich Brausepulver, mich juckt Pulver, mit Juckpulver verwechselt. Kratzer, Kratzer. Och nein, warte mal. Hube, hast du etwa gerade einen Floh weggemacht? Puh, das war echt. Das war es, also was gejuckt hat. Vielleicht sollte ich mein Bett mal genauer unter die Lupe nehmen. Vielen Dank, Miri. Hallo, Susi. Hey, wie läuft's, Visa, Visa? Diese Blüten sind total schön. Um mich herum nur tanzende Blüten. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Das freut mich doch, wenn du dich wohlfühlst. Eine Libelle, yeah. So, ich will natürlich gucken, wie es unserer neuen Bewohnerin geht. Für ein Geschenk. Da sind sogar zwei Geschenke, lul. Eins, ein Ei. Und zwei. Ein Geschenk. Was wohl in dem Geschenk drin sein wird? Bambus, Schachtel. Aha. Gucken wir uns gleich mal an. What is this? Ein Schachtel Kobold. Aha. Gut. Hallo Bella! Tja, Miri, jetzt wirst du mich nicht mehr los. Hab deinen Rat befolgt und tada, hier bin ich. Bin eine waschechte Einwohnerin von Akairo. Fühle mich auch direkt schon total heimisch. Klar, auspacken muss ich noch, aber wer will schon kleinlich Spaßbremse sein? Bis denne! Bye, Bella! Ah, süß! Oh mein Gott, meine Bewohner sind so Zucker. Ich mag meine Bewohner. Wollen wir auch noch kurz Eckhart Hallo sagen? Wieso will ich immer sagen Hoi? I don't know. Oh mein Gott, Eckhart! Wow, das ist ja voll das coole Haus. Willkommen, willkommen! Bereit für eine weitere Folge der Eckhart Show? Um was geht's? Sehr gute Frage. Das Produkt meiner handwerklichen Exkapaden soll ein Goldboden sein. Dass ich die Eingebung zu diesem Projekt im Tiefschlaf hatte, tut dabei überhaupt nichts zur Sache, ja? Willst du mehr wissen? Träumst du etwa auch manchmal von einem Goldboden? Ja, tu ich! An meinem Traum erinnere ich mich schon gar nicht mehr, aber ich habe mir alles in dieser Anleitung notiert. Oh mein Gott! Vielleicht bist du doch nicht so uncool, wie ich gedacht habe. Dankeschön! Ups! Er schenkt uns einfach mal einen Goldboden! Okay, I'm sorry, Eckhart.
Du bist doch cool. Doch, du kannst auf unserer Insel bleiben, wenn du willst. Aber dann muss ich ihn irgendwie anders sprechen. Oh mein Gott, und er braucht 4 Golderz. Ah. Okay, bye, Eckhart. Dankeschön. Oh mein Gott, er hat sogar einen Elchkopf. What? Oh mein Gott, ich will noch einen Bewohner hierher haben. Ich glaube, ich muss noch mal ein Haus holen bei Herrn Nook. Okay, aber zuerst mache ich das da. So. Morgen bin ich fast Millionär, wenn ich Insekten fange und ihm das abgebe. Oh mein Gott, habt ihr das aber schon mal vorgestellt? Eugen! Oh je, ich bitte um Pardon. Ich grüße Sie, Miri. Willkommen im Museum von der Kairo. Wie darf ich Ihnen denn helfen? Ich will was stiften. Fabelhaft. Haft. Was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Den und den. Jaha. Gleich mehrere Stücke, dann wollen wir doch mal sehen. Jawohl, jawohl. Welche Freude. Eine solche Spende nehmen wir mit Vergnügen entgegen. Aber bitte, Sie brauchen nicht jedes einzelne Stück hervorzuholen. Ich nehme Ihnen die Mühe ab. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Dankeschön, Eugen. Du darfst jetzt in Ruhe weiterschlafen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Eckhart spreche. Vielleicht wird sie ein Schweizer. I don't know. Vielleicht redet er einfach in der nächsten Folge Schweizerdeutsch. Was hältet ihr von einem Schweizer Eckhart? Eckhart. Wäre doch cool, oder? So, Herr Nook. Wenn ich ihn heute Abend noch auf eine Insel gehe, und dann finde ich, oh, noch einen neuen Bewohner und dann seht ihr das morgen. Ja, ja. Ah, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du heute auf dem Herzen? Infrastruktur? War das dies? Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hattest du im Sinn? Grundstücksverkauf. Oh, du willst also ein Grundstück für ein neues Eigenheim aussuchen. Ganz vorzüglich. Das würde etwa circa 10.000 Schellings kosten. Doch falls da jemand einzieht, erhältst du dafür Meilen. Na klar. Sehr schön, dann will ich dir mal, ja, tu was du willst. Jetzt ist alles gut. Dankeschön. So, ich hatte ja gestern gesagt, glaube ich, dass ich da hinten so eine Wohnsiedlung machen will. Machen wir schon. Aber ich will es halt auch nicht so zugestellt da hinten haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich will das schön strukturiert haben. Mal gucken. Wenn wir das jetzt theoretisch hier hinstellen. So. Wäre das denn noch genug Platz, dass wir hinten so Kalor hin können? Mal gucken. Oh Gott, nein. Okay. Ja, aber das wäre dann... Aber das würde so verdecken, ne? Oder vielleicht... Vielleicht tun wir das noch nicht dahin, sondern... Vielleicht hier? Okay, das geht auch nicht. Gut, dann kommt es dann wohl doch dahin. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, nee. Es ist zwar schön, wenn da hinten ein paar Leute wohnen, aber... Wir könnten sie zwischen Pingi und Hubert stellen, so. Dann muss aber der Baum weichen. Stein vielleicht auch, aber... Gott, please don't. Den Stein brauche ich. Wieso gucken wir nicht erst, ob es hier überhaupt Platz hätte oder nicht?
Okay, hier wäre doch symmetrisch, wenn ich das jetzt hier so hinpappen würde. Dann müsste eigentlich theoretisch nur der Baum weg. Hier ist gut. Sehr gut. Ja, doch. Ja, doch. Gucken wir mal, wen wir auf die Insel holen können. Und ich meine, solange der, ich habe vergessen, wie er heißt, hier auf der Insel ist, kann ich so mega viel Geld machen. Da hinten streift er wo? Da hinten in der Ecke, seht ihr den? Oh mein Gott! Habt ihr gesehen? Der ganze Bach ist voller Kirschblüten. Ah! So süß! Oh mein Gott, dieses Spiel ist so... Liebe bis ins Detail. Ein neuer Bewohner ist auf ein von dir ausgewähltes Grundstück gezogen. Zum Dank haben wir dir 1000 Nukmalen gut geschrieben. Wir hoffen, du hast viel Freude damit. Dankeschön, Tom Nuk. Ich war übrigens auf der Insel gestern und da gab es Pfirsiche. Irgendwo pflanze ich dann auch noch Pfirsiche ein. Ja. Was wollte ich jetzt gerade tun? Ich weiß nicht mehr, was ich tun wollte. Ich hab's vergessen. Ich weiß es. Wir wollten noch die Schneiderei einweihen. Das können wir aber nicht. Oh nein! Nein, ich muss mich von meinem Küche verabschieden. No! Na gut. Dann gehen wir uns halt einen neuen Kescher holen. Hello and welcome back to Nuk's Laden. Ich will das da. Nehme ich. Gekauft. Sonst habe ich auch alles, oder? Mein erstes Bastelbuch. Ideen für Bastler. Bist du der Bastelboss? Habe ich das schon? Okay, dann brauchen wir das nicht. Könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von, wenn Eckhart ein Schweizer ist? Ich habe voll Bock, den auf Schweizerdeutsch zu sprechen. Ich versuche auch, Schweizerdeutsch zu sprechen, sodass es jeder verstehen kann. Oder alternativ, wir reden einfach nicht so häufig mit Eckhart. Aber doch, das fände ich super. Und wir haben jetzt einen neuen Kescher. Das heißt, wir können neue Insekten fangen. Habe ich noch welche Insekten im Lager? Let me see. I don't know. Ich habe übrigens aus dem Ballon das da gestern noch bekommen. Und hier sind schon noch meine letzten 99.000 Sternis. Das tue ich auch. Hier ablegen. Weil das ist verschwendeter Platz, den ich hier habe. Kacke, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Ich wollte doch gucken, ob ich im Lager noch was habe. Mensch, wie verpeilt kann man denn bitte schön sein? Ja gut, ich wusste nicht, dass heute dieser Dings da ist, ne? Kann der vielleicht auf meine Insel ziehen? Ne, wir haben nur ein Barsch hier drin. Okay. Ja. Aber damit würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen.
Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen noch freuen, so oben freuen. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann ihr das Video auch immer schaut. Und ja, bye!